Hi Leute, Classic Airsoft hier. Schön, dass ihr da seid. Heute habe ich euch den Tokio Marui Colt 1911 Mark IV Series 70 mitgebracht. Das Ganze in der Nickel-Version. Verpackungstechnisch sehr schön gehalten. In einer gebürsteten Stahloptik. Mit dem 1911er. Ein paar Real Facts zum echten Vorbild. Aufgedruckt, Marui. Schönes Teil. Also verpackt wieder super. Aber die wahre Schönheit kommt von innen, sagt man ja so schön. Also schauen wir mal rein. Papierkram, die Anleitung, Garantiekarte, Sicherheitshinweise an Jamming Rod. Jetzt wird der 1911er normalerweise verpackt in einer Plastiktüte geliefert. Und da liegt das schöne Stück. Gebettet in blauem Samt. Lasst es mal auf euch wirken. Super geil. Ein Magnet für Fingerabdrücke. Mit dabei ein kleines Zubehörpäckchen. Im Zubehörpäckchen befinden sich, na, erstmal aufkriegen. Das kommt davon, wenn man sowas nie auspackt. So. Im Zubehörpäckchen sollten BBs sein, Laufstopfen und Magazinfollower. Schauen wir mal rein, was denn so drin ist. Laufstopfen, wie angesprochen. BBs. Oh, ein Barrel Bushing Tool. Und die Follower, um ohne BBs Leerschüsse machen zu können zur Filmdarstellung, Theaterzwecken oder sonstigen. Nehmen wir uns den 1911er mal aus der Verpackung. Und tatschen die ersten Fingerabdrücke drauf. Ja, das Nickel-Finish, super geil, wie man sieht. Ich spiegel mich in der Waffe. Dazu muss man sagen, das ganze Teil besteht größtenteils aus Kunststoff. Also das Finish hat Marui einfach drauf. Also hier zu sehen, absolut Spiegelglanzqualität. Mega geil, mega geil. Also wer auf sowas steht und die Möglichkeit hat, so eine Waffe zu ergattern, go for it, auf jeden Fall. Die Performance ist genauso gut wie bei jedem anderen Marui 1911er. Leider die Gasausbeute auch genauso schlecht. Wollen wir hier nichts beschönigen, aber das Teil ist wirklich ein absolutes Schmuckstück. So, aus Metall bestehen Magazinauswurfknopf, Abzug. Der Schlittenfanghebel, die Sicherung, Handballensicherung, dieses Handballenhinterteil, der Hammer sowie die Schrauben der Griffstücke, das Barrel Bushing und hier das Teil. Ansonsten besteht der Rest aus Kunststoff. Der Verschluss, so ein bisschen angedeutet aus gebürstetem Edelstahl. Das ist jetzt hier schwierig zu erkennen, na, vielleicht fällt es ja auf. Das Finish der Waffe, wie schon gesagt, ist echt super. Aber man sieht auch jeden Fingerabdruck. Marking-technisch auf der linken Seite, wie hier gut zu sehen, Colt Mark IV Series 70, Government-Modell, 45 Automatic-Kaliber, das Colt-Pferdchen. Dann haben wir hier in den Griffschalen das Colt-Emblem. Hier ein, ich denke mal, Beschusszeichen. Colt Government Model, ASGK, Tokyo Marui, die Seriennummer und F haben wir auch. Brauchen wir auch. Sind ja hier in Deutschland. Ja, ansonsten funktioniert der 1911er wie jeder andere 1911er auch. Zum Schießen.
lässt sich der Hammer spannen, dann ist der interne Hammer bzw. der Abzug auch vorgespannt. Wenn man jetzt abschlägt, wird sich ein Schuss lösen. Der BB ist dann allerdings noch nicht hinzugeführt. Zum Zerlegen, nach hinten repetieren, den Schlittenfanghebel rausdrücken, rausziehen, Verschluss einfach nach vorne abnehmen, von innen wie der Marui 1911 A1 aufgebaut oder die MEU, Night Warrior, wie sie nicht alle heißen. So, intern auch ein Standard 1911er, hier das einstellbare Hop-Up. Performancemäßig absolut spielbar. Für mich allerdings eher ein Sammlerstück oder für Lab-Events, das dann doch zu schade ist, sich das Modell zu zerkratzen. So, zum Wiederzusammensetzen, Schlitten auf, schieben, Verschluss fangen, Hebel einführen und das war's. 1911er wieder zusammengesetzt. Das Magazin, ja, ist hier auch poliert. Auf der linken Seite keinerlei Markings. Hinten auch nicht. Auf der rechten Seite Tokyo Marui, Made in Japan. Jo. 1911er Magazin. Funktionieren tun natürlich auch die normalen 1911er 1, MEU Magazine. Das M45 A1 Magazin, was überarbeitet ist, funktioniert auch in dem 1911er. Und ansonsten natürlich auch die langen 40-Schuss-Magazine. Verwenden würde ich in dem 1911er oder generell in Marui GBBs grundsätzlich 143A, jetzt 144A Gas. Das 143A Gas gibt es ja nicht mehr. Im Winter kann man auch Ebi Ultra verwenden, wenn man das möchte. Ich würde es nicht tun, aber aus Sammlersicht gibt es auch keinen Grund dazu. Der 1911er funktioniert einwandfrei mit schwachem Gas. Da gibt es eigentlich wenig Gründe, warum ich, wenn ich nicht Spieler bin, Ebi Ultra verwenden sollte. So zum Zielschießen, zum Scheibenschießen reicht das 144 A-Gas auch vollkommen aus. Der 1911er liegt wirklich gut in der Hand, fühlt sich wirklich gut an, gar nicht nach Kunststoff. Das ist vermutlich auf die Nickelbeschichtung zurückzuführen. Also es fühlt sich alles, Anführungsstrichen, kalt an. Ja, wollen wir das gute Stück mal kronen. Nur angucken wäre ja ein bisschen schade. Wir verwenden da 0,20er BBs für. Das Magazin lässt sich wie jedes andere GBB-Magazin auch laden. Die BBs werden einfach von oben eingesteckt. Oder wenn man Loading Tool nutzen möchte, eine BB-Schnellladeflasche hat, dann kann man auch den Follower ganz hinunterziehen. Hier sieht man schon, ist der Ausschnitt deutlich größer und die BBs einfach reinfallen lassen. Geladen, das war's. Dann füllen wir nochmal eben Gas nach. So, da die 1911er Magazine nicht gerade dafür bekannt sind, viel Gas zu halten, also eine Gasfüllung im Sommer reicht dann ungefähr, um ein Magazin verschießen zu können. Dann ist aber auch wirklich Ende. So, einmal Schutzbrille auf und den Kroni herholen. Dann wollen wir mal schauen. FPS, 232,7, 227,8. 226,8, 227,3, 225,5 FPS, 226,7 FPS, 221,9 FPS, 219,9 FPS, 220 FPS, 216,8, 215 FPS. Man merkt schon, es wird langsam schwächer, das Dingen. Das war's schon. Ja, da musste ich tatsächlich mal einen Schnitt machen. Das Gas war leer, was bei dem 1911er eigentlich auch recht üblich ist, dass sich bei kalten Temperaturen kein ganzes Magazin an BBs mit einer Gasfüllung verschießen lassen.
Das Ganze kommt halt daher, dass das Magazin recht schmal ist, der Gastank recht klein und das Teil halt dennoch viele BBs fasst. Wen das nicht stört, der lädt das Teil einfach mit 15, 16 BBs und kann die immer verschießen bei jeden Witterungsbedingungen. Wenn es stört, der sollte sich lieber ein High-Kapper-Modell anschauen und kein 1911er. Hey Leute, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, ein Abo, vielleicht auch einen netten Kommentar. Ich würde mich über alles freuen. Und ansonsten, wenn ihr euch für klassische Airsoft-Waffen interessiert, schaut doch mal auf dem YouTube-Kanal von meinem guten Freund Pydrakor's Forgotten Airsoft vorbei. Der liebe Pydrakor sammelt seit vielen Jahren und hat wirklich super viele einzigartige Schätze. Unter anderem auch diesen Colt 1911 Mark IV Series 70 von Marushin aus dem Jahr 1989. Als Shell Ejection Airsoft. Also, wenn euch das interessiert, schaut mal rein. Er wird sich sicherlich auch über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.